Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Fantasy. Ich habe die Aufnahme jetzt schon schnell gestartet, weil nämlich der liebe Sonntagsbraten meinte, ich soll meine Aufnahme starten, bevor ich auf den Server komme. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber wir werden es gleich sehen. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Im Moment sehen wir, es lädt relativ lange. Was zum Teufel? Braten. Was zum Teufel? Was ist hier passiert? Digga, warum sind hier so viele Skelette und warum ist der Junge so oft gestorben in meinem Haus, Digga? Was ist denn hier passiert? Hier sind überall Grabsteine. Will der mich eigentlich komplett verarschen, Digga? Will der mich eigentlich komplett verarschen? Digga, ich wollte die Folge eigentlich ganz anders da beginnen. Und zwar seht ihr auf Tab, ich habe wieder meinen Minecraft-Namen zurück. Frixie. Bro, woher kommen die auch? Ich begrüße Devilon. Digga, was ist das? Digga, Jungs. Digga, was ist das? Die sind so geisteskrank. Bro. Und, Digga, kommen da jetzt überall Köpfe raus? Digga, das ist so alles meins, gell? Das ist so alles meins jetzt. Bro, er ist immer mit einem Item ist er gestorben, Digga. Woher kommen diese Skelette, Digga? Hat er hier einen Spawner irgendwo hingetan? Digga, hä? Der hier irgendwo einen Spawner eingetan? Irgendwie unter die Treppe oder so? Was hat der Junge gemacht? Irgendwo muss ein Spawner sein, sage ich. Aber wo? Auf Dach? Bro, hä? Was zum Teufel ist hier passiert? Sommer. Kracht's bei dem? Meine Güte, Freunde, was ist denn hier los? Digga. Digga, es sind so viele Grabsteine. Ich habe so viele Köpfe vom Braten jetzt. Oder ich habe jetzt schon 18 Köpfe vom Braten. Das kann doch nicht dem sein Ernst sein, oder? Das kann doch nicht dem sein Ernst sein. Digga, ich wollte so eine entspannte Folge machen. Hi. Saske?
Digga, Braten hat mich einfach geprankt, Digga. Ich komm gerade in mein Haus, gell? Ja. Ich nehme übrigens auf, by the way. Der hat gesagt, ich soll die Aufnahme starten, bevor ich auf den Server komme, Digga. Komm auf den Server, Digga. Und dann sind alle voller Grabsteine, dann ist er noch im Braten, Bruder. Hab ich recht? Woher weißt du das? Ich war live dabei. Und warum spawnen hier die ganze Zeit Skelette? Aus den Gräbern. Digga, was? Ich hab dich mitgeprankt. Digga! Ich musste Braten die ganze Zeit töten. Ich bin fast gestorben, als ich hier drauf gejoint bin, Digga, weil hier alles voller Skelette war. Ich hab mein ganzes Haus umgebaut, weil ich dachte, hier ist irgendwo ein Spawner, Digga. Die ganze Treppe niedergerissen. Oh mein Gott. Was macht ihr denn, Digga? Ich wollte die Folge, wollte ich entspannt machen, Digga. Wollte ich ME-System mir machen. Jetzt darf ich ja erstmal die ganzen Grabsteine abbauen, Digga. Ich habe 40 Köpfe von Braten. Digga, ihr seid solche geisteskranken Menschen, gell. Hast du schon alle abgebaut? Fast. Der hatte immer mindestens einen Kopf, hatte der dabei irgendwie. Ja, wir haben gehofft, dass immer wenn wir ihn töten, noch einen Kopf droppt, damit wir den auch noch platzieren. Ihr habt meine Mining Turtle auch geklaut, Digga? Ja, das war so ein Special Item. Das war unnamed Idee. Meine. Hä, Boots, Digga? Aber waren das deine Boots? Die lagen irgendwann irgendwie rum, einfach nur. Nee. Das sind nicht meine. Digga. Und überall immer noch diese scheiß Hühner. Alles wegen Toadie, diese Hühner. Meine Güte. Ich habe jetzt 41 mal Sonntagsbraten ins Kopf, gell? Nee, öfter. 58 mal. Digga. Ach, guck mal, jetzt noch wieder sauber alles. Da oben ist noch einer. Junge. Ihr seid so geisteskrank. Nichts mehr, ich. Ich meine Tür zu, Digga. Sperr ich ab. Joint, Digga. Ich dachte, Digga, ja, okay, das war's, Digga. Ich bin direkt tot. Meine Güte. Ich will eigentlich die Folge beginnen und damit sagen, Digga, ich habe meinen alten Minecraft-Namen wieder. Ja, hat sich dann ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Aber mein Helm ist irgendwie nicht mehr da, da muss ich mir einen neuen machen. Wo ich denn noch Saphir? So. Zack, zack. Wieder ein Saphir-Helm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo mein. Wo ist denn mein Dingsbums? Hier ist mein. Den brauche ich. Jetzt gehe ich auf Meteorsuche, gehe ich jetzt. Und vorher gehe ich schlafen. Die Wither finde ich eigentlich ganz süß als Dekoration, den lasse ich glaube ich da. Da auf dem Red Bull. Mmh. Auf gerade eben Zähneputzen kam das richtig gut. Da. Ich gehe jetzt mal in die Richtung hier. Ich glaube, da waren noch nicht so viele Leute. So, gucken. ME. Wie viele gibt es davon? Von diesen. 1, 2.
3 gibt's, glaube ich. Nee, 4 von diesen Pressdingen. Oder? 1, 2, 3, 4, glaube ich, genau. Jetzt eine von diesen Pressdingern. Weißt du, was ich meine? Nee. Die Dinger, die du brauchst für das ME-System, damit du die ne? Diese genau, Silikon-Press ja. Und sowas machen kannst. Die, ja, ja. Die muss ich mir holen, diese Vorlagen. Und hier hinten soll irgendwo ein Meteor sein. Ich glaube, wir haben die, doch, wir haben die Vorlagen. Hier soll irgendwo einer sein. Hä? Siehst du einen? Ne, gerade nicht. Hä? Genau ich hier. War ja schon niemand hier. Ich genau hier schlägt der Kompass aus. Vielleicht mal runter gucken. Ich denke nicht. Ich würde aber weiter gehen. Ja, ich glaube auch. Ist noch ein bisschen zu nah, vielleicht. Aber hat ihn schon jemand. Ich hatte jemand schon komplett abgebaut. Wahrscheinlich. War jetzt ja auch sehr nah dran. Ja, und da hinten hat sich schon mal mit Kabel hochgebaut. Also, dann war wahrscheinlich schon jemand hier. Ja. Ja, das Jetpack ist so viel geiler als das erste, gell? Ja. Oh, jetzt sprinte ich nicht mehr, jetzt bin ich langsam. Bis jetzt zeigt er mir noch keinen neuen an. Oh, jetzt zeigt er einen neuen an. So. Genau, Freunde, weil unsere Idee war es eigentlich, die Folge alle Pressdinger ranzuholen für ein ME-System. Aber leider, ja, wurde ich am Anfang erstmal ein bisschen gestört. War auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Danke auch an Sasuke, dass er dabei war und denen mitgeholfen hat, mein Haus zu verwüsten. Jetzt sagt er hier auch wieder, hier wäre ein Meteor. Hä? Meteoren können aber nicht unterirdisch sein, oder? Nee. Hä? Nein, die können nur oben sein. Ist mein Kompass irgendwie im Arsch, Digga? Hier ist ein Dorf. Ja. Wo kannst du in den Kisten hier nicht auch diese Dinger geben? Ich glaube, hier war schon jemand. Was ist das für ein Haus, Digga? Eine Imkerhütte? Ja, hier war aber schon jemand, glaube ich. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Die Kisten sind auch gelootet. Wie fett diese Villages hier sind, gell? Oder die bauen halbe. Was ist das denn, Digga? So Botanikgarten auf einmal. Ich hab wieder 9 Meteoriten. Ich hoffe, diesmal prankt er mich nicht. Hä? Sasuke? Ja. Was schon ist wieder das? Geprankt. Hä, nimm du mal den in der Hand, schlägt der bei dir auch hier aus? Ja, der dreht sich komplett im Kreis, ja. Hä?
Gib noch mal. Ralle ich gerade nicht irgendwie? Ich hab's in Hover Mode angemacht. Ja, mit X. Irgendwas stimmt hier nicht irgendwie. Irgendwas ist hier ganz strange. Da hinten soll einer sein. Nee. Aber du fliegst noch da hoch. Ich sehe hier gar keinen. Hier, oder? Der ist nur so ein Vulkan, ne? Ja, und der wurde eh schon komplett abgebaut da drin. Perfekt. Hier. Digga, ist der Kompass irgendwie im Arsch oder so? Ist denn der Kompass so geistig verwirrt irgendwie? Spinnt aber auch irgendwie ein bisschen rum, der Kompass. Jetzt hat er hier einen. Hä? Na, hier ist aber auch keiner, weit und breit. Ich reiz nicht irgendwie. Niemand baut doch so einen Meteoriten komplett ab. Hier wäre einer. Runterbauen? Kannst du gerne mal machen. Ich mach gar keinen Sinn, glaube ich. Wie soll ein Meteorit unter die Erde kommen? Ah, das ist hier ist einer! Unter der Erde? Ja. Digga, wie kann denn so ein Ding unter die Erde kommen? Minecraft einfach unrealistisch manchmal. Muss ich die Kiste finden. Da war das bei den anderen safe auch überall unter der Erde. Wo wir gerade eben waren. Kommt er hier hin? Keine Ahnung. Ich finde die Kiste nicht hier drinne. Ich komme jetzt gerade helfen. Ist irgendein Hund gestorben? Oh, wo ist die Kiste? Doch immer mittig. Ist die vielleicht schon abgebaut? Aber hier hat sich doch keiner reingegraben. Ne, ob du die Kiste vielleicht abgebaut hast. Ne, dann würden die Items ja droppen. Und ich glaube, ich kann auch nicht mal Kiste abbauen damit. Hä?
Hä? Ich glaube, es ist kistenlos. Das geht gar nicht, oder? Hier vielleicht? Ich gehe noch weiter runter. Ne, hier hoch. Vielleicht. Hier irgendwo. Da ist was! Du hast die Kiste abgebaut. Wo backt denn das? Wo? Hier. Da ist ein Item gedroppt. Doch, ich hab die Items. Hier, warte, sammel auf. Da unten sind zwei Platten. Warte, ich nehme die mit, ne? Was für Platten? Die hier. Und schau mal, und warte, die hier. Mehr war da nicht drin. Sonst würde es ja noch hier liegen. Jetzt habe ich die Logic Press, die Calcium Press und die Energy Press. Ja, dann war das das. Hast du die Kiste eingesammelt? Nee. Doch, hier. Die sieht auch so aus wie ein Block. Ja. Deswegen hast du die wahrscheinlich nicht gesehen. Ja gut, Freunde, dann gibt es anscheinend auch Meteoriten unter der Erde. Würde ich sagen, machen wir einfach damit die nächste Folge weiter. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat der Prank von Braten gefallen. Mir hat er nicht gefallen. Ich fand ihn richtig unlustig. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.